Ja, es war doch cute. Ja, Niedliche nee, Bestie. war, ja. Sie hat den Hund gemeint. Wahrscheinlich hat der Hund auch die Fragen gestellt. Ja. Rechts oder links? Rechts ist irgendwie ein. Checkpoint. Fleckige Lichtung. Ach so, das soll ein Checkpoint sein. Okay. Aber brauchen wir ja nicht angrabbeln, oder? Wobei, du hast nur noch ein Heal und ein halbes Leben. Ja, ist schon okay. Okay, cool. Wenn tot, dann tot. Da ist eine ja, Nebelwand. Na, dann grabbeln wir wohl doch nochmal an. Oder wir gehen erst hier lang. Ja, wir gehen erstmal da lang und dann gucken wir mal. Aber es gibt schon sehr viel mehr Story als im ersten Teil. Das ist schon mal interesting. Da ist auch eine Nebelwand. Okay. Blutmondaltar. Geknüpfte Handschuhe und so. Klinge von Gaul. Nee, Gaal. Klinge von Gaal. Also auf jeden Fall braucht man Blutmondessenz. Da ist auch ein Tor. Ja, ey. Ist hier noch irgendwas drum rum? Muss ja nicht immer ein Boss sein, ne? Wäre witzig, wenn man dann zurückgehen will und dann ist es auch wieder ganz anders. Ich traue mich jetzt gar nicht, das hier zu hauen. Naja, gut. Ich glaube, das Goldene macht nichts. Das Goldene macht nichts. Aha. Und dann reinlaufen ist natürlich eine clevere Idee, ja. Aber hier das ist nichts. So gut erkannt, niedliche Bestie. Ah, da hast du mich ja schon lange nicht mehr genannt. Ja gut, also wir könnten jetzt hier lang, aber ich glaube, da ist das primäre Ziel, ja. Ja, oder wir gehen halt nochmal ganz auf die andere Seite da. Also da, wo wir noch nicht lang gelaufen sind. Na, wie gesagt, links lang ist wohl Hauptquest. Was meinst du mit links lang? Naja, über die Brücke rüber da, wo wir gerade eben waren. Okay. Weil da ist doch dieses Ausrufezeichen und das hieß doch, bei dem Ausrufezeichen geht es immer questmäßig weiter. Hauptquestmäßig. Also hier war ja dann Tor. Wo siehst du da? Ah, da, ja. Nee, aber es gibt ja noch einen weiter. Also da, wo wir ja noch hergekommen sind. Genau. Also wir haben ja vorhin schon entschieden, wo wir lang gehen. Aber irgendwann müssen wir halt irgendwo durchs Tor gehen, weil ich glaube, wir werden überall an einem Tor enden. Da hinten ist ein Dude. Vorsicht, da könnten noch mehr sein. Wie so ein Affenhaus. Nach einer größeren Angelegenheit. Ah ne, ist nur wieder so ein Ding. Ach, endlich vorbei. Zu unten? Ja. Jep. Meine Pistole scheint ein bisschen mehr Wumms zu haben als deine. Weil ich krieg die One-Hit tot, die Dinger. Also diese leuchtenden Nebelkerzen. Okay. Naja, ich schieße ja auch nicht mit einer Pistole. Sondern? Na, ich habe ja das Gewehr drin. Ja, nee, aber du hast doch vorher so ein paar Mal auf so eins geschossen, oder nicht? Ja. Alles treffe ich nicht. Okay, also, ja, ich glaube, wir müssen uns für eins der Tore entscheiden.
Hier geht's nicht weiter, ne? Nee. Ich weiß nicht. Ich war da oben nicht. Nee, nee, hier geht's ja. Also hier ist Sackgasse so. Hinten. Da, ja. Korrekt. Naja, dann würde ich halt erstmal da lang gehen, wo es nicht zur Hauptquest geht, sondern halt zu dem anderen. Ja. Stimmt, man kann ja sprinten, ohne Ausdauer zu verbrauchen, wenn man nicht im Kampf ist. Wenn man nicht im Kampf ist, ja. Sollen wir dann den Checkpoint einkrabbeln? Ja. Na, dann gehen wir wohl nach rechts. Ja. Gucke ich mal kurz. Eigenschaftspunkte verteilen. Rindenhaut klingt ja nämlich ganz gut. Ja, das stimmt allerdings. Wow, Mann. es ist ja gar kein Nebel mehr. Es ist ja jetzt so ein shiny Kristallvorhang. Da haben sie mehr Budget bekommen für den zweiten. Statt Nebelmaschine ist jetzt hier, ne? Bling, bling am Start. Gegen die Insel, oh nein. Sind wir also doch bei Avatar? Da bin ich ja jetzt gespannt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Da kommt sie! Warum schießt du denn die arme Rehe ab? Ich dachte, das sind alles Gegner. Erstmal schön. Entschuldigung. Die örtliche Flora, nee, Fauna dezimiert. Das war keine Absicht. Die sind so auf mich zugerannt. Ja, die wollten sich bei dir in Sicherheit bringen. Und oh, sind sie jetzt sicher. Ja. Den tut keiner mehr weh. Alles bist du da schon hochgegangen, oder? Nee. Ich glaube, da ist aber eh Sackgasse. Bei einem Spiel muss man halt so aufpassen, dass einem nichts ins Gesicht springt, dass ich halt dachte, ne? Ach so. Erst schießen, dann fragen, ja? Ja. Papp, 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 papp. Meine Tasche ist voll. Ratatata. Meinst du, man kann da rüberspringen? Naja, von der anderen Seite aus schon, ja. Also man kann hier rüberspringen. Ja, aber da sind wir ja hergekommen. Ach so. Also gut, auf der Insel waren wir jetzt nicht, aber... Aber es ist gut zu wissen, dass das so geht. Weil? Na,
erstens ist es ja immer gut zu wissen, wie das Spiel funktioniert. Und zweitens kann es ja auch mal sein, dass wir mal auf so Inselchen müssen, ohne dass wir es wissen. Also halt, weißt du, weil es Heimlichkeiten sind. Mhm. Außerdem ist es vielleicht ganz gut, wenn man vor Gegnern wegläuft. Ich weiß ja nicht, ob die das auch können. Mhm. Wahrscheinlich schon. Hm. Haben die auch eine Space-Taste, die sie drücken können? Hast du doch noch was gefunden, ja? Ja, es hat mich von der anderen Seite angeleuchtet. Hm. Das sieht nicht gut aus. Oh, wo kommt denn der jetzt her? Wow. Achtung. Wow. What the? Nope. Achso, der macht wieder so Schnurrels von der Himmel. Von der Himmel. Neues Attribut auf engstem Raum. Okay. Was ist denn ein Attribut? Ah, hier. Gewährt 3,5% erhöhtem Gesamtschaden gegen alle Gegner innerhalb von 10 Metern. Also je näher sie mir sind, desto fancier bin ich. Meine Tasche ist voll. Na dann Rinder! Übrigens, so ein bisschen hat sich schon bewährt, mein... Skill. Alles okay bei euch? Welcher? Na, siehst du nicht immer diese Schockwelle da, die ich mache? Nee. Okay, zeige ich dir bei Zeiten. Ring der Restmacht, okay. Vielleicht mal gucken, wenn wir hier ein bisschen Ruhe haben. Wir haben es geschafft. Ach, ist schon drin, okay. Hm. Nicht schlecht. Ich kann nichts mehr tragen. Ist nur da hochgekommen. Geklettert. Hm. Verstehe. Fernschaden. Hm. Feuerrate im Fernkampf. Das heißt, Relikte kriegen wir schon mal immer unterschiedlich. Hm. Aber für was sind die? Reliktfragmente. Oder man muss eine bestimmte Anzahl von denen sammeln. Achtung, sie kommen! Und dann, wenn man quasi so ein Ding zusammen hat. Ach so, dass man dann erst ein Fragment kriegt. Hm. Relikt. Aua! Ja, ich will nicht kuscheln. Haut doch mal ab jetzt. Hast du die Schockwelle gesehen? Nein. Okay, cool. Hier glitzert irgendwas. Hörst du das? Da unten steht jemand. Ah. Das ist der Bling-Bling-Mann, der glitzert. Echt jetzt? Ja. Hey, vielleicht... Holen Sie uns! Wir haben es geschafft! Okay, also nicht fragen, sondern einfach drauf, ja? Wer so Glitzer-Funkel-Dinge macht und fancy Musik triggert, der muss weg. Okay, gut. Na, besser so als anders. Aber er hätte doch auch nett sein können. Das kann sein, ja. Kann er ja jetzt da sein, wo er jetzt ist. Nice. Wow. Jetzt
andere Mission hier. Jetzt habe ich es gesehen. Das war nicht das, was ich meinte. Toll. Jetzt habe ich mal was gesehen und jetzt war es das nicht. Aber ja, das andere ist so ein kleiner Swoosh-Kegel. Ah ja, okay. Ach, siehst du, mir fällt der gerade ein. Wie mache ich denn das jetzt? Wenn du F drückst und dann, genau. Hätte ich da aufstehen sollen? Aber es hat mich, glaube ich, geheilt. Da hinten ist einer. Hat irgendwie unbefriedigend wenig Schuss in seiner Pistole. Das war doch aber schon immer so. Na, die eine hatte ja 22 Schuss oder so, die normale. Achtung. Ist wieder was Großes. Hinter dir? Es geht los. Siehst du, Glitzerfunkel, Blinklingmann war böse. Ja, wahrscheinlich, weil du seinen Freund gekillt hast. Vorsicht, da könnten noch mehr sein. Ich glaube, wir müssen hier rüber jumpern. Und da kommt man also auch dahin, so. LOL! Was denn? Hier ist doch so ein Ziegenbock, irgendwas. Ich weiß ja nicht, was das für Viecher sind, aber hier ist doch so ein Tier rumgelaufen. Ja. Es ist in den Abgrund gesprungen. Toll. Was siehst du, das habe ich leben lassen und trotzdem bringt sich's um. Ja. Tut mir jetzt ja so ein bisschen leid, ne? Holen wir sie uns! Das Explodierding hat dem ja gar nichts gemacht. Vorsicht. Da könnten noch mehr sein. Naja, da sind die ja vielleicht immun gegen, oder? Oh Gott, oh Gott. Verdammt. Mann, ich lieg am Boden. Jetzt nicht mehr. Okay. Großer. Okay. Sehr widerlich. Pui. Das Heilen dauert ja noch länger als im ersten Teil, Mann. Na gut, wir hatten es ja dann zum Schluss aber auch geskillt, ne? Ja, aber ich meine halt so, das ist ja mega slow. Da musst du ja immer erst den Map wechseln, damit du dich heilen kannst. So groß. Und wir waren doch noch gar nicht da bei der anderen und ach Gott, das... Wir haben es geschafft. Vor allem die kleinen Blauen, die so ein bisschen transparent sind, die sind ein bisschen wie der Drache. Die machen nämlich dann immer so ganz viele kleine Geschosse auf dich und haben so 6 Geschosse auf einmal und so. Und ich finde es eh krass, die kommen immer einfach aus dem Nirgendwo geschossen. Ja, ja, du schießt auf die normalen und dann kommen diese komischen Spektral-Foddles da. Foddles. Wir müssen es irgendwo noch nach oben gehen. Wo? Hier. Achso, du bist nicht weitergelaufen. Na gut. Ich auch nicht. Aber du warst doch vorhin da oben. Dann wird da ja wahrscheinlich nichts mehr sein. Aber da haben die mich schnell vertrieben. Also geh ruhig nochmal da hoch. Ich weiß ja nicht wie. Achso, ja, da konnte man hochklettern an der Seite. Also halt, vielleicht kommen wir auch von hier dahin? Nee. Also wenn man hier hochgeht, also wenn man war ja oben. Hä?
Ja, die Aussage macht Sinn, ich weiß. Man kann ja an der Seite hochlaufen. Also ich weiß ja nicht, ob das hoch... Das da ist eine ist. Treppe. Ja, das auch. Aber ja. Du kannst auch hier einfach so hochklettern. Guck, ja, okay. Hier drüben. Ja, okay. Aber ja, die Treppe tut's auch. Ich dachte, du meinst noch weiter hoch. Nein. Ja, ich meinte hier hoch. Ja, dann ist da eine Treppe. Cool. Oh, das war jetzt echt blöd. Warte also kurz. Ich habe keinen Schaden bekommen. Echt jetzt? Ja. Ich meine, au! Oh. Dafür hast du noch 3 Heals, ich habe nur noch 1. Ist ja blöd, dass hier lauter Fluggegner sind. Ist halt für so einen Nahkämpfer eher keck. So. Ja, warum hältst du dich nicht fest? Okay, also das funktioniert so rum nicht. Kannst du mal zum Checkpoint zurück? Ah, da ist er. Ja. Ich bin auf dem Weg. Ich wusste nicht, dass es hier auch wieder in klein gibt. Okay, warte mal. Relikte ersetzen dein Drachenherz und gewähren dadurch einzigartige, spezialisierte Boni. Rüste sie in deinem Inventar im Reliktplatz aus. Was ist denn geknackt? Geknackt Heileffektivität. Geknackt verringerter Schaden. Ich finde es gar nicht. Na, du musst auf das Herz rechts klicken. Herz rechts klicken. Und dann siehst du da unten links Relate. Also. Ah, okay. Fragmente. Geknackt, okay. Und 3 Stück passen rein, mhm. Yes, yes. Ja gut, aber es sind schon die 3 drin, die den meisten Sinn machen im Moment. Sehr witzig. So, na gut, bist du ready? Alter, wir haben so viel von der Karte nicht gesehen. Ja, ja, ich bin fertig. Kann man eigentlich irgendwie noch die Karte hin und her? Ja, mit WASD, okay. Okay. Ich hab ein bisschen Respekt. Ich glaube, da hängt einer fest. Ist es diese KI, wie hieß die? Netzwerkverbindung verloren. Hallo? Hallo? Was machst du da? Wir haben Netzwerkverbindung verloren. Diese Sitzung ist jetzt offline. Okay, sehr schön. Weil bei mir machst du den Moonwalk. Ja, bei mir bist du hinter dem Tor noch und kommst nicht rein. Ah, nee, ich bin drin, aber... Bei mir ist es genau andersrum. Ich versuche jetzt mal wieder deiner Sitzung beizutreten. Ja, dabei lief es doch jetzt ganz gut, nachdem wir es mal geschafft hatten. Hihi. Ja, so hundertprozentig läuft das Spiel leider noch nicht. Aber dann muss ich doch eh zurück zum Stein, oder? Keine Ahnung. Ich komme doch jetzt gar nicht mehr zurück. Also ich komme, glaube ich, nicht rein. Bei mir ist Verbinde, bitte warte. Scheiße. Was ist jetzt? Naja, ist ja kacke. Achso, jetzt bin ich aber in irgendeinem Ladescreen. Ja, hier steht gerade, du bist beigetreten. Und du bist bei mir aber wieder tot. Ja, du musst wieder, aber du kommst ja gar nicht raus. Ich komme ja nicht raus, das ist es ja. Komme ich hier irgendwo... Ich will den Boss halt nicht triggern ohne dich. Kann man hier denn irgendwo Selbstmord begehen? Ja. Ja, du kannst versuchen, irgendwo hochzuspringen.
So bin ich auch gestorben. Ja, ich wollte den Boss jetzt halt nicht triggern, ja, ohne dich. Ich hoffe, der Hund ist nicht mitgesprungen. Nein. Na, dann geht's los. Oder musst du vielleicht vorgehen? Bist du da? Ja. Okay. Okay. Hätte man ihn einfach anschießen müssen, oder? Das sehen wir gleich. Hallo. Okay, Leute, los geht's. Holen wir sie uns. Ringe und Speer, Schild und Stein zu den Waffen. Sie kommen. Es gibt, wer kommt was? Boah, entspann dich. Oder, oh mein Gott, du bist noch am Leben. Was willst du machen? Wow, entspann dich. Sie kommen. Die Freunde. Sie. Ein Pak Sultek. Ein schreckliches Wunder. Selbst für jemanden, der bereits viele Wunder gesehen hat. Wenn seine Art Yaesha bewandelt, Fremdling, dann wird sich das Rad der Welt bald wieder drehen. Vielleicht wird es mich nun endlich zermahlen. Hast du Schmerzen oder wie aufmunternd? Ich finde beides nicht gut. Nach dem Maß meiner Tage überwiegt nun der Schmerz den Frieden. Gottes Mörder. Ich hab doch noch ja nichts gemacht. Bist du schon beleidigt, dass das Spiel gerade erst angefangen? Kann ich irgendwie helfen, Gottes Mörder, oder wie ist das passiert? Gottes Mörder? Weiß es denn nicht von jenen ohne Hufe, die vor ihm hier waren? Also waren wir es wirklich? Unschuldig, obwohl das Lebensblut an seinen haarlosen Händen klebt? Seltsam. Eine seltsame Rasse. Oder vielleicht, dass wir halt nicht so verbunden sind wie andere Völker unten. Wie geriet ich nur in diesen erbärmlichen Zustand? Seine Augen stellen die Frage, bevor die Zunge es kann. Die zerfallenen Ruinen, auf denen es steht, waren einst eine Festung. Ein umfassendes Bollwerk, das den größten jemals in Yaesha existierenden Ballungsraum schützte. Unser Glaube an diese festen Mauern war stark. Händler und Marschall, Bauer und Prinz knieten am Altar, der das Innere vom Äußeren trennt. Aber eine Mauer ist eine falsche Gottheit, denn sie ist gebaut, um zu zerbröseln. Das Einzige, was eine Mauer wirklich vermag, ist einen Narren von der Weisheit zu trennen. Die Risse öffneten sich rasch. Sie spalteten die Steine des Bollwerks auf, wie eine heiße Nadel, die eine eitrige Blase aufsticht. Und der Eiter sickerte in Form von hölzernen Rankenbeinen heraus. Ja, die finale Katastrophe. Es waren unzählige. Sie überrannten uns wie ein überfluteter Fluss. Das Ende war gekommen. 40 Tage lang kämpften wir in dieser Steppe gegen sie. Die Soldaten fielen zuerst. Dann die Offiziere. Und dann holten sie sich die Priester. Wir wussten, dass die Kinder als nächstes dran sein würden. Und so warfen wir unsere Körper ins Getümmel. Manche wurden zerrissen wie ein Spross, der von einem Vielfraß zerkaut wird. Andere wurden als Ganzes verschluckt und einem Mal ausgelöscht. Ich steckte fest. Ein gepeinigter Korken in der Flasche des Bösen. Es gärt um mich herum. Es will sein Unheil noch einmal auf der Eschas verbrühte Haut loslassen. Bitte, Paxultek, es wäre rechtschaffen, wenn es seine Klinge gegen den Knoten des Bösen einsetzt. Möge es seinen Zorn auf den Knoten loslassen.
Willst du wohl sterben oder gibt es nicht einen anderen Weg? Uns Laemir ist die letzte Reise nicht fremd. Zerstöre den Knoten. Schlage zu! Ich habe eigentlich einen anderen Weg gewählt. Also hau ich drauf. Ja, ja, hau mal drauf. Okay. Achtung, Ätz, was auch sonst. Auf beiden Seiten. Aua, es tut ganz hart weh, was auch immer. Kann der Hund nicht weiter auf ihn gehen? Nein, war nicht. Schade. Aua. Wow, hier ist ja ein Vetter. Okay. Komm mal. Toll. Wow. Alter Verwalter, ey. Jetzt heil dich doch, Junge. Ich bin dead. Okay. What the fuck? Der trägt mich hier durch die Gegend. Und lässt mich fallen. Jetzt bin ich tot. Das war jetzt interessant. Bist du denn? Hä? Na, ich bin tot, tot. Ach so, okay. So ein Flug hier hat mich hochgehoben und runterfallen lassen und dann war ich tot, tot. Okay, krass. Ey, was ist denn, was hat er denn für eine Range, Mann? Hä? Wo ist dein Schwachpunkt? Vielleicht da die leuchtende Rüstung? Oder ja, man muss die Rüstung erst wegschießen, das weiß ich gar nicht. Oder Rücken, ah, aber da kommen wir ja nicht ran. Du Lotz. So. Ja, irgendwas da an seiner... Mein Hund ist auch tot. Ich finde das mit dem Heilen halt echt schwer. Ich weiß, ich werde immer niedergemacht in der Zeit. Gut gemacht. Ja, und jetzt bringt mir aber jetzt gar nichts, weil... Na, du musst ihn halt killen. Nicht dich jetzt. Danke. Toll. Ich wünschte, ich hätte irgendwas mit Feuer, ey. Bringt mich viel Nahkampfschaden machst du denn? Hau doch mal drauf. Oh, okay. Was ist denn jetzt? Schänder erschöpft den Zauber. Was ist denn das jetzt? Okay. Komm schon. Oh. Warum genau hast du noch mal beschlossen, mich hier alleine zu lassen? Das wurde beschlossen, da hatte ich kein Mitspracherecht. Ich check hier gerade nicht, was hier passiert, Alter. Hier leuchtet alles. Na, die legen so explodierende Sachen auf den Boden, schätze ich mal. Mhm. Der ist jetzt tot, oder was? Ja. Das ist fies. Nein. Ja, ich glaube, ich kann mich auch einfach hinlegen. Muss ich doch Heiler spielen.
dann kriegen wir wenigstens hier durch. Die Frage ist ja noch, ist der Bogenschütze der Böse jetzt oder das Vieh? Das Vieh, ne? Ich glaube beide. Aber... Oh, okay. Das hat er beim Bierborn auch gemacht. Ja, da kommt dann ein Quicktime-Event. Das kann ich dann nicht. Und dann bin ich gestorben, hä? Was war denn bitte das Quicktime-Event dafür? Also ich musste ganz schnell E drücken und dann konnte ich mich von ihm befreien, aber ich bin ja dann trotzdem auf den Boden aufgeklatscht. Okay. Ja, okay. Interessant, also... Den in der Mitte müssen wir wegknüppeln am besten. Nicht draufballern. Und dann kommt das dynamische Duo. Ja, das mit dem Draufhauen habe ich ja schon gemacht und gesagt. Aber, also halt, ne? Aber das Problem ist halt, dass ja das ganze Zeug kommt dann. Mhm. Also ich mache ihm schon gut Schaden. Ich habe ja da die ganze Zeit draufgedingst, aber das, das Kleingefuddel macht mich fertig. Vor allem, du kannst dich ja nirgendwo hinstellen und heilen. Also du hast es ganz gut geschafft, aber ich bin zu dumm dafür. Ja gut, halt hier in diesem Untergrunddingens kommt, hat man immer ganz gut Zeit dafür. Muss man jetzt noch oder halt, reden, oder? Zögere nicht! Ah, okay. Bring den Stahl in den von mir verhassten Attentat! Na dann. Ja, die kommen jetzt schon. Okay. Ich versuch's ein bisschen abzufangen. Was nicht heißen soll, dass ich alles schaffe, ja? Okay, der Bindung verloren, lässt du mich verarschen. Okay, geh wieder hoch. Bei mir hieß Verbindung verloren. Oh, okay. Aber ich sehe dich trotzdem laufen und so. Ich glaube, jetzt kommt wieder ein Dicker. Ja, Vorsicht, Dicker und die anderen. Yay, aber... Und so ein Bogenschütze. Ja. Aber die Mitte ist dead. Na toll. Ich bin in Schwierigkeiten. Jetzt heil dich doch, Junge. Ich bin am Boden. Aber Huni kommt schon. Erstmal die Ed, ne? Hey, was ist denn jetzt schon wieder? Bin ich schon wieder tot oder was? So übel mit dem ganzen Tutorials hier. Also wir hätten halt warten sollen, bis der Dicke weg ist und ich halt auch nichts mehr machen kann. Bist du denn noch da? Also könnte ich dich noch wiederbeleben? Nee, nee. Ah, okay. Lacht ruhig, ihr Penner. Penner! Ich habe ja wieder Müll mehr. Also, wenn wir das jetzt nochmal machen werden müssen, wahrscheinlich, müssen wir halt gucken, dass wir nur so weit runterhauen, bis der Fette kommt. Ja. Dann zum Ende schlagen, weil mit dem Fetten und dem Extra-Boss ist schon. Nicht gut. Der hat aber auch eine Range, du. Der ist doch fast... Ah. Hä? Okay. Okay. Du wolltest gerade so rüberspringen, da hatte ich zurück. Komm her, wo willst du hin?
get over here. Und dann, aber ich krieg so viel Schaden, das ist so übel. Ja, es ist echt unglaublich. Ich zieh mal spaßeshalber wieder meine eigentlichen Sachen an. Vielleicht. Okay. Ich zeige ihnen auch, dass es so ist. So. Jetzt wäre ich aus Fallout und ja. Dann habe ich ja noch weniger Rüstung. Ich weiß es halt nicht. Müssen wir halt mal gucken, was hier. Es ist, nur weil ich es mache, musst du es ja nicht machen. Aber ich probiere es halt mal aus. Sollen wir nochmal rein? Also meine Nahkampfhits machen 250 an dem Ding da in der Mitte und meine Schüsse 150. Also ich sag, wenn das erste Mal bebt, müssen wir auf jeden Fall uns um das Beben kümmern. Mhm. Weil der Dicke dauert ja eh schon lange genug. Ja, und zusammen mit dem Boss war halt scheiße. Ich versuche wieder die ersten abzufangen, aber... Ja, ich denke aber, die Ads müssen wir eh wegmachen, weil die schießen ja auch die ganze Zeit auf mich. Das ist ja schon weg. Okay. Okay, der Dicke. Links. Nein. Und Ed. Deine Range ist echt beeindruckend als meiner. Aber dafür ist es ja auch da. Okay, ist offen bei ihm. Sehr gut. Hau du mal zu, ich gehe mal schnell auf Munisuche. Ja, rote sehe ich hier nirgends. Wir sind schon freut, Mann. Wir haben es geschafft. Okay, das nächste. Sollen wir ihn gleich wegmachen? Was? Na, ist ja ein Dude. Naja, jetzt ist er da. What the fuck? Was war das? Hast du das gesehen? Das hat voll geglitscht. Ja. Schon wieder. Wow. Aber. Ich geh gleich drauf. Heil dich, Junge. Bist du denn? Oh, diese explodierenden Dinger sind Hügel. Ich glaube, der verschiebt einen so. What the fuck, ja. Der hat nämlich Verschieber in seinem Namen. Der hat mich gerade rumgeportet. Also ein Bogenschütz ist weg. Der zweite ist, glaube ich, auch. Er hat mich zu sich geportet. Aber so kann ich ihn ganz gut. Na, Kampfschaden. Wow, hier sind sehr viele bei mir. Was machst du denn? Hör doch auf damit. Lad doch nicht nach, sondern. Ich bin tot. Zwar noch wiederbelebbar, aber. Ja, jetzt hol mich doch noch her. Chaos, Alter. Hier ist der Bogenschütze hin. Also einer ist tot. Der zweite ist da hinten in Richtung dem Saatdude. Auf der rechten Seite vom Saatdude. Nein, jetzt macht er das schon wieder. Das ist gemein, voll in die Bomben hier rein, du. Aber er ist tot. Ja, ich auch.
Ach so, du bist tot. Oh. Aber wir haben es trotzdem gekriegt, kann das sein? Ja. Echt jetzt? Ja. Oh, was ist denn das für ein Scheiß? Wir haben gerade 300 irgendwas Altmetall bekommen. Du Otto, Ich wurde von 3 beschossen und der Typ hat mich die ganze Zeit rumgeportet und mein Typ hat nichts anderes gemacht, als seine Waffe nachzuladen, anstatt da. Aber das die Waffe mit dem Rumporten hat er die ersten Male nicht gemacht. Nee, der hat oben wechselnde Effekte gehabt. Ja, witzig, ist ja wie bei Diablo. Hey, der Typ ist ja jetzt frei.